Einem der berühmtesten ungarischen Maler des 19.
Spaziergang durch das Parlament in der Kuppelhalle fort. Zum Schutz der Stephansschule dürfen hier keine Fotos oder Videos gemacht werden. Bitten Sie, mindestens 2 Meter Abstand von den Kronwächtern in der Mitte zu halten und die Absperrung um die Stephansschule nicht zu berühren. In der Mitte der Kuppelhalle sehen Sie unsere wichtigsten nationalen Reliquien. Von den Krönungsinsignien die Stephansschule, auch heilige Krone genannt, das Zepter, den Reichsapfel und das Krönungsschwert. No photo. Diese Krönungsinsignien gehören europaweit zu den ältesten erhalten gebliebenen Ensembles aus dem Mittelalter. Während unserer 1000-jährigen Geschichte spielte die Stephanskrone eine wichtige Rolle. Es wurden nur die Könige als legitime ungarische Herrscher anerkannt, die mit der heiligen Krone gekrönt wurden. Bei der Krönung erhielt der König symbolisch von der Stephanskrone seine Macht und er verabschiedete seine Gesetze in ihrem Namen. Die Ungarn
Metern Höhe, in dem sogar ein zehnstöckiges Haus Platz hätte. Den Dachboden schließt die Außenkuppelkonstruktion ab. In der Mitte des Gewölbes befindet sich der größte Kronleuchter des Parlamentsgebäudes. Er ist 1000 Kilogramm schwer und besitzt 205 Glühbirnen. Da der Kronleuchter an der Decke befestigt ist, ist der Austausch der Glühbirnen keine einfache Aufgabe. Die Elektriker müssen dazu auf einer Leiter in das Innere des Lüsters hinuntersteigen. An den Pfeilern ringsherum sind die Statuen ungarischer Herrscher, siebenbürgischer Fürsten sowie die Skulptur eines Reichsverwesers in der Reihenfolge ihrer Herrschaftszeit zu sehen. Über ihnen sieht man jeweils ihr Wappen. Wenn Sie mit dem Rücken zum Punkttreppenhaus stehen und nach oben schauen, erblicken Sie an der linken Seite des mittleren Bogens eine Gestalt mit Bart und Helm, die ihren Kopf etwas nach links dreht. Diese Skulptur stellt Fürst Arpan dar, der das Nomadenvolk der Magyaren im Jahr 896 bei der Landnahme ins Karpatenbecken führte. Die Höhe der Kuppel von 96 Metern verweist auf die Feierlichkeiten im ganzen Land anlässlich des 1000-jährigen Jubiläums der Landnahme im Jahre 1896. Auch die Übergabe des Parlaments war für das Jahr geplant. Zu diesem besonderen Anlass konnte jedoch nur ein Teil des monumentalen Gebäudes fertiggestellt werden. Rechts neben der Skulptur von Fürst Arpan sehen Sie die Gestalt unseres ersten Königs, Stephans des Heiligen, der die heidnischen Ungarn zum christlichen Glauben bekehrte und den ungarischen Staat gründete. Seine Gemahlin war die bayerische Prinzessin Gisela. Nicht weit vom Parlament entfernt steht die nach ihm benannte Basilika, in der die unversehrt gebliebene Handreliquie des Königs, die sogenannte Heilige Rechte, aufbewahrt wird. Rechts vom heiligen Stephan sind seine Nachkommen, Könige des ersten ungarischen Königshauses, zu sehen. Der Ritterkönig, Ladislaus der Heilige, neben ihm der große Gesetzgeber, Koloman der Urkundige und dann Andreas der Zweite mit dem erhobenen Arm, der Vater der heiligen Elisabeth von Thüringen. Rechts von Andreas dem Zweiten steht die Figur von Bela dem Vierten, der dadurch Bedeutung erlangte, dass er das Land nach den enormen Zerstörungen durch den Mongolensturm im 13. Jahrhundert wieder aufbaute. Deshalb wird er auch als der zweite Reichsgründer bezeichnet. Seine Tochter war die heilig gesprochene Margareta, die Namensgeberin der Margareteninsel in Budapest. Rechts von Bela dem Vierten sehen Sie Ludwig den Ersten, den Großen, der im letzten Jahrzehnt seines Lebens auch den polnischen Thron innehatte. Neben ihm steht die Skulptur des berühmten Siegers über die Osmanen, des Reichsverwesers Johann Hunyadi. Rechts von ihm befindet sich sein Sohn, König Matthias Hunyadi, in Rüstung und mit Reichsapfel und Zepter in den Händen. Nach dem Tod von Matthias ging es mit dem Land bergab. Der mittlere Teil des Landes wurde Mitte des 16. Jahrhunderts von den Osmanen erobert, die dann 150 Jahre über diesen Landesteil herrschten. Der westliche Teil des Landes fiel den Habsburgern in die Hände. Allein Siebenbürgen blieb in rein ungarischer Hand. Hier entstand ein eigenständiges Fürstentum. Auf König Matthias folgen Skulpturen von vier siebenbürgischen Fürsten, die für die Unabhängigkeit dieses Territoriums gekämpft haben. Stefan Batory, Stefan Butschkoi, Gabriel Bethlen und Georg Rakozi der Erste. Drei Herrscher des Hauses Habsburg schließen die Runde ab. Von links nach rechts. Karl der Dritte von Habsburg, dann seine berühmte Tochter Maria Theresia, die 40 Jahre herrschte und 16 Kindern das Leben schenkte, und schließlich ihr Sohn Leopold der Zweite. Die Habsburger herrschten anfangs nur über den westlichen Teil des in drei Teile zerrissenen Landes. Ende des 17. Jahrhunderts. In diesem Salon konnten sich die Abgeordneten
angefertigt wurden. Für die Fertigung eines Quadratmeters Teppich, also 100.000 Knoten, braucht eine Weberin ca. 13 Arbeitstage. Die komplette Länge des Teppichs beträgt 21 Meter und seine Breite 7 Meter. Damit gilt er als einer der größten handgeknüpften Teppiche Europas. Das Rot als Farbe des Blutes des Volkes verweist auf die vom Volk gewählten Abgeordneten des einstigen Abgeordnetenhauses. Auf den Säulen des Salons sehen Sie 32 Skulpturen, die Berufe darstellen, welche seinerzeit, als das Parlament gebaut wurde, in Ungarn als modern galten. So beispielsweise den Architekten, den Mechaniker, den Münzpräger und den Postboten. In den vier Ecken stehen Skulpturen, die die bedeutenden Realwissenschaften der damaligen Zeit darstellen. Wenn Sie dem Eingang der Kuppelhalle gegenüberstehen, sehen Sie links eine Figur mit Bart, die niemand anderes ist als der Architekt Imre Steindl mit den Planzeichnungen des Gebäudes in der Hand. Die Skulpturen symbolisieren, dass im Parlament jeder Beruf, jede Wissenschaft und damit jeder Staatsbürger vertreten ist. Die in traditioneller Kleidung mit charakteristischem Werkzeug dargestellten Statuen wurden aus einem besonderen Material, aus Pyrogranit, hergestellt. Dieses spezielle, witterungsbeständige Material wurde in der Pecha-Zsolnay-Fabrik entwickelt und diente zur Verzierung zahlreicher zeitgenössischer Gebäude, so auch der Matthiaskirche in Buda. In der Mitte des Saales sehen Sie eine riesige Porzellanvase, die in der weltberühmten Porzellanmanufaktur Herrend zum 1000-jährigen Jubiläum der Krönung Stephans des Heiligen und der Staatsgründung angefertigt wurde. Sie wiegt 150 Kilogramm. Die Motive auf der Vase stammen vom Kunstmaler Paul Gerjon, der 8 klassische Muster der Porzellanmanufaktur Herrend verwendete. Zwischen den Mustern sind Zitate ungarischer Dichter und Schriftsteller zu lesen. Die Deckenbilder stellen Szenen aus dem hunnisch-madjarischen Sagenkreis dar. Am bekanntesten ist die Legende vom Wunderhirschen, die am Eingang der Kuppelhalle zu sehen ist. Der Legende nach fanden Hunor und Mogor, die Vorfahren der Hunnen und der Madjaren, bei der Jagd auf einen Wunderhirsch ihre Heimat, das Karpatenbecken. Die nächste Station unseres Rundgangs ist der Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses. Parlamentssitzungen stattfinden. Ungarn ist ein unabhängiger, demokratischer Rechtsstaat, in dem das Parlament das höchste Organ der Staatsmacht und der Volksvertretung ist. Aufgabe des Einkammerparlaments ist die Gesetzgebung, die Kontrolle der Regierung und die Wahl der führenden Amtsträger. Das Parlament setzt sich aus 199 Abgeordneten und 12 Nationalitätensprechern zusammen. Die vorrangige Aufgabe des Nationalitätensprechers ist die Vertretung seiner Nationalität im Parlament. Er hat kein Abstimmungsrecht, in den Sitzungen kann er jedoch bei Anträgen zu Interessen und Rechten der Nationalitäten Interpellationen einbringen. Gewählt wird alle 4 Jahre. Es gibt 2 ordentliche Sitzungsperioden, die eine dauert von Februar bis Mitte Juni, die andere von September bis Mitte Dezember. Im Sitzungssaal hat jeder Abgeordnete einen eigenen Platz mit Tisch und Stuhl. Die digitale Anzeige und die Knöpfe auf dem Tisch sind Teile des elektronischen Abstimmungssystems.
Die ersten drei Knöpfe haben folgende Funktion von links nach rechts: Ja, Nein und Enthaltung. Mit dem vierten Knopf können die Abgeordneten um Erlaubnis bitten, sich kurz zu äußern. Ihre Rede halten sie gewöhnlich an ihrem Platz im Stehen. Die bordeauxfarbenen Tische in der Mitte des Saales sind die Plätze für die Minister. Oben auf dem Podest, auf dem verzierten Stuhl in der Mitte, nimmt der Parlamentspräsident, der Sprecher oder sein Stellvertreter, der die Sitzung leitet, Platz. An beiden Seiten sitzen die Schriftführer, die auf die Rechtmäßigkeit achten, und die Mitarbeiter, die bei der Sitzungsleitung behilflich sind. Hinter ihren Stühlen sieht man die Wappen ungarischer Herrscherdynastie. Rechts und links von den Wappen ist jeweils ein Gemälde zu sehen. Auf dem Bild links können Sie die Krönung von Franz Josef I., dem ersten Herrscher der österreichisch-ungarischen Monarchie zum ungarischen König im Jahr 1867 in der Buda-Matthias-Kirche betrachten. Auf der anderen Seite ist die Eröffnung des ersten ungarischen Landtags mit der Volksvertretung von 1848 zu sehen. Unter dem Podest befindet sich hinter einem bordeauxfarbenen Vorhang der Eingang für die Stenografen. Alles, was im Parlament geäußert wird, jede Wortmeldung, aber auch jeder Pfiff, Applaus oder Zwischenruf, wird nämlich von den Stenografen, die sich alle 8 bis 10 Minuten abwechseln, während den Sitzungen mit Bleistift notiert. Neben Ton- und Videoaufnahmen ist das bis heute die präziseste Methode, die Ereignisse im Saal festzuhalten. Das Parlament kann sich nächster Meister des Sie hätten das versuchen
Bauwerte aus Messing erinnern uns daran, dass man in bestimmten Räumen des Gebäudes vor 100 Jahren noch rauchen durfte. Die Abgeordneten rauchten lange, gute Zigarren. Und wie wir wissen, können diese sogar mehrere Stunden brennen. Da man aber die brennende Zigarre nicht mit in den Sitzungssaal nehmen konnte, wurden sie hier in den nummerierten Zigarrenhaltern abgelegt. Gehen wir jetzt den Korridor neben dem Sitzungssaal. Come on.